Einen wunderschönen guten Morgen. Kennt ihr dieses Chip, 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 Chip? Hatte ich schon mal in einem Video angesprochen. Ein Kleiber war das, der da gerufen hat. Außerdem hat er vorher noch einen Bergfink gerufen, deswegen habe ich da eigentlich rüber gezeigt. Und natürlich noch eine Sumpfmeise. Es hat geschneit. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und deswegen mache ich mich jetzt auf die Suche nach Tierspuren. Und letztes Jahr habe ich in so einer Schlehenhecke das Nest einer Zwergmaus entdeckt. Also darauf jetzt gerade im Winter mal ein bisschen achten. Ist ja doch relativ selten geworden, die Zwergmaus. Und so ein Nachweis ist immer schön. Also die verflechten wirklich Grashalme zwischen die Äste von entweder dichtem Gebüsch, teilweise auch von stabileren Grashalmen. Ein wunderschönes Motiv, würde ich super gerne mal fotografieren. Hat bisher noch nicht geklappt. Und hier unten, in dieser Senke, hier habe ich meine, in dem Gebiet, erste Wildkatze gesehen. Wir sind hier in Nordhessen, Kellerwald, Ederseegebiet. Und hier kommt sie eben vor. Mittlerweile hatte ich hier oben, glaube ich, 3 Sichtungen von der Wildkatze. Allerdings ist sie super scheu und ein Foto ist noch nie gelungen. Kommt noch. Aber die Bedingungen sind eigentlich perfekt, dank des Schnees auf dem Weg. Um Tierfährten, Tierspuren anzuschauen. Und deswegen bin ich draußen. Und ihr kommt natürlich wieder mit. Diese kleine Insel, also Waldinsel, die mag ich total gerne, weil einerseits, sie stehen hier super alte Bäume, was Arten anzieht, wie zum Beispiel den Trauerschnäpper, der hier brütet, aber wir haben eben auch Bereiche, da stehen Blaubeeren und es ist keine seltene Pflanze hier oben, aber trotzdem immer wieder schön zu sehen. Und ja, ist einfach ein schönes Stückchen Natur, was noch erhalten geblieben ist. So, da im Hintergrund rufen jetzt Meisen. Vielleicht sieht man sie auch im Gebüsch rumhopsen. Blaumeisen. Und auch hier wieder Schlehenhecke. Also ruhig mal einen Blick reinwerfen, ob da nicht irgendwo eine Zwergmaus ihr Nest gebaut hat. Aber wie gesagt, relativ selten. Ich habe erst eins in meinem Leben gesehen. Das ist ein Vogelnest dort hinten. Nichts zu sehen, schade. Macht nichts. Wir gehen dort hinten hin. Dort ist ein ehemaliger Kahlschlag. Das ist kein Windwurf, ist ein Kahlschlag gewesen. Und in diesem jungen Aufwuchs halten sich besonders viele Tiere auf. Dementsprechend finden wir dann endlich unsere Trittsiegel. Denn bisher habe ich noch nicht eins gesehen, was ein bisschen enttäuschend ist. Die häufigsten Arten, die wir jetzt hier antreffen können, an Wildtieren. Also Haustiere natürlich Katze, Hund. Aber an Wildtieren wäre Fuchs, Reh, Wildschwein. Dachs gibt es natürlich auch, aber jetzt eher selten. Und
ja, Rotwild streift ganz selten mal durch das Gebiet. Wir schauen einfach mal, was uns so begegnet. Ich drück die Daumen. Das Gebiet da, also der Jungaufwuchs, das ist eines der wenigen Bruthabitate vom Raubwürger hier in Hessen. Also wir haben das Glück, dass wir hier in der Gegend rund um diesen Berg noch, also direkt im Gebiet, 2 bis 3 Brutpaare haben. Eher 3. Und natürlich auch Schwarzstorch, Wespenbussarde, Pirol. Als kleines Highlight, Rotmilane, Schwarzmilane, also die kommen hier alle vor. Seht ihr das Trittsiegel? Also hier ist... Es ist leider verdammt schwer zu erkennen. Das ist ein Fuchs, der hier lang geschnürt ist. Man sieht es vielleicht ein bisschen. Diese gerade Spur. Aber es ist kein schönes Trittsiegel. Dementsprechend kann ich da leider nicht mehr erläutern. Also das Fuchstrittsiegel ist eher eiförmig als rund. Hunde sind eher rund. Und man kann es an den Zehen eigentlich ganz schön sehen und abgrenzen, aber nicht bei dieser Spur, leider. Aber ihr seht, auch der Fuchs nutzt gerne die Forstwege. Und das machen wirklich viele, viele Tiere. Also auch Rehe, Wildschweine, Luchse, Wölfe. Die nutzen gerne unsere Wege. Das heißt unsere Wege, Forstwege. Weil es einfach leichter ist. Da müssen sie nicht durch das Gras stapfen. Und sie können sich ja, relativ frei und unbeschwert fortbewegen. Deswegen nutzen wir ja auch die Straße. Hier werden Tannen, also wirklich Tannen, ja, angepflanzt, aufgeforstet. Also weg von der Fichte, weg von der Douglasie, hin zur Weißtanne. Diese kahlen Bäume hier, das sind Lärchen. Und das hier, ein Baum, der dort wächst, wo die Sonne hinfällt, wo noch Platz ist. Die Birke. Also gibt es einen Kahlschlag oder gibt es einen Windwurf und Licht fällt da auf diese offene Stelle und es wird nicht aufgeforstet. Dann wächst da unter anderem als erstes die Birke zusammen mit der Eberesche. Lärchen kommen ab und zu durch, die Kiefern kommen danach. Aber die ersten Pflanzen sind dann Brombeeren, Ebereschen, Holunder und eben auch die Birken. Ist sehr, sehr spannend zu sehen. Und da, wo man sie lässt, werden sie auch ein bisschen größer. Und entwickeln sich zu so einem coolen Baum mit der weißen Rinde. Immer ein schönes Fotomotiv. Leider wird das immer weniger Schnee. Ich glaube, wir kriegen hier nicht die Fährten im Schnee, die Trittsiegel im Schnee. Aber das macht nichts. Vielleicht sehen wir ja noch was Cooles. Raubwürger könnte sein. Also Raubwürger haben Sommer- und Winterreviere. Ich muss nur gerade ein bisschen aufpassen, sonst versinke ich hier im Schlamm. Also Raubwürger haben Sommer- und Winterreviere. Das ist nicht immer dasselbe Revier. Kann aber sein. Kann auch sein, dass die Tiere aus dem Sommerrevier abziehen und andere Vögel aus dem Norden dieses Revier dann besetzen. Und da seht ihr schon ein paar weiße Stämme. Da stehen eben auch Birken dazwischen.
das hier, wenn ihr das anfasst, also wenn ihr den Baum hier anfasst, der piekst, der tut weh. Tannen tun nicht weh. Fichten haben außerdem Zapfen, die nach unten hängen. Die Zapfen der Tannen, die stehen aufrecht. Und die fallen auch nie als Ganzes auf den Boden, denn sie zerblättern einfach oben am Baum. Die Fichtenzapfen öffnen sich und fallen dann zu Boden. Das Spannende zu Fichten ist vielleicht, dass es eben Arten gibt, die sich spezialisiert haben auf Fichten, wie der Fichtenkreuzschnabel. Er geht auch an andere Nadelbäume, an andere Zapfen, aber die Fichte hier in seinem, ja, hier ist es, die Fichte ist eben häufig und dominiert. Und er hat sich schon darauf spezialisiert, die zu öffnen mit seinem Kreuzschnabel. Deswegen Kreuzschnabel, um eben die Zapfen zu öffnen, um an die Samen zu kommen. Und das Brutgeschehen vom Fichtenkreuzschnabel ist nicht an die Saison angepasst, sondern an die Mast der Fichten. Das heißt, da oben sehen wir ein paar. Viele Zapfen von Fichten bedeutet, der Fichtenkreuzschnabel schreitet zur Brut. Das kann auch im Winter sein. Keine Zapfen, keine Brut. Mega interessant, oder? So, und hier entsteht eine Weihnachtsbaumplantage. Und hier drüben? Ich hatte es angesprochen, Eberesche, auch so ein Gewächs, was eben sehr schnell rauskommt, wenn genug Licht da ist. Das ist das hier, den unterhängenden Blättern. Interessant. Eine Kirsche erkennt man eigentlich ganz gut an der Rinde. Dann nehme ich so eine Maserung, die ist immer so waagrecht. Ist aber kein schönes Exemplar, um das zu verdeutlichen. Deswegen gehe ich jetzt nicht näher ran. Aber interessant, dass die Blätter von den Kirschen noch dran sind. Auch angesprochen, Holunder. Das da hinten. Kennt ihr auch. Der Baum ist scheinbar tot. Ja, schade. Eine Erle. Erlen wachsen dort, wo es feuchter ist. Oder wachsen gerne dort, wo es feuchter ist. Das können Erlenbruchwälder sein. Das kann ein Bachlauf sein. Also diese großen Bäume links und rechts der Bachläufe, das sind eben Schwarzerlen. Und die hier hat es aufgrund der Trockenheit nicht geschafft. Jetzt habe ich was gesehen. Unser erstes Trittsiegel. Nicht groß, hier sind noch mehr. Das ist das Trittsiegel von einem Reh. Diese Trittsiegel erkennt man eigentlich ganz gut. Sie sind relativ klein. Man sieht in der Regel, wohlgemerkt in der Regel, keine Afterklaue. Das heißt, wie bei Wildschwein, dass da hinten nochmal so zwei Abdrücke sind hinter den Schalen. Das ist nicht der Fall. Kann aber sein, wenn der Schnee besonders tief ist oder eben der Schlamm besonders tief ist, dann kann man die schon ab und zu mal sehen. Aber eigentlich kann man die Rehe nicht verwechseln. Also diese paar Hufe nebeneinander, recht spitz zulaufend. Das ist ganz, ganz deutlich und charakteristisch fürs Reh. Wir haben Winter, also viele Arten sind gar nicht da. Hier kommt zum Beispiel auch die Turteltaube vor. Die gibt es wirklich.
Goldammer. Eichel her, aber da fliegt sie. Zaunkönig hatte ich eben noch gehört. Also auch jetzt im Winter stecken diese Gebiete voller Leben. Im Sommer hört man einfach mehr, weil die dann die Vögel singen, sind viel prominenter. Aber auch so, ich finde es einfach beeindruckend, wie viel man entdecken kann. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Sonntag eigentlich so einen Sonntagsspaziergang mit euch zu machen. Wir gehen einfach raus in die Natur, spazieren, entdecken. Darum geht's ja. Und ich meine, ich bin eine halbe Stunde unterwegs. Und wie viel haben wir schon gelernt? Sehr viel. Also auch ich. Es ist immer wieder schön. Gerade bei den Meisenarten lerne ich auch jedes Mal dazu. Die sind nicht so einfach, wenn sie singen und rufen. Weil sie teilweise dann auch sehr ähnlich klingen. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen einfach raus, gucken zusammen, hören zusammen. Wir sind eine Community, also auch ich mache Fehler. Korrigiert mich bitte. Oder wenn ihr ergänzende Infos habt. Haubenmeise. Ruft natürlich nicht mehr, dafür trommelt ein Buntspecht dort unten. Also wenn ihr kurze Sequenzen habt und die Schläge extrem schnell sind, dass ihr sie nicht zählen könnt, Buntspecht. Aber das ist eben so mein Gedanke. Wir gehen jeden Sonntag raus, spazieren. Verschiedene Habitate, also das kann so eine Offenfläche sein, Windwurf, Neuaufforstung. Es kann der Nadelwald sein, es kann der Laubwald sein, Mischwald. Entdecken wir ganz viele unterschiedliche Tierarten. Es kann das Meer sein, kenne ich mich persönlich nicht aus. Das heißt, ich werde mir Freunde zu Rate ziehen, in die Alpen, all sowas. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich hatte es ja schon mal anklingen lassen, weil ich habe das einmal gemacht und es kam eigentlich ganz gut ab. Deswegen auch dieser Entschluss, das jetzt zu machen. Aber gerne nochmal Feedback, auch gerne, wo es hingehen soll. In dem Sinne sage ich mal, das war's. Leider hat es mit den Trittsiegeln im Schnee nicht geklappt, weil es doch zu wenig Schnee ist. Aber das kommt am Sonntag. Kommt der nächste Schnee. Deswegen bin ich ja sehr zuversichtlich, dass das Video auch noch kommt. Macht's gut, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. So, jetzt bin ich fast wieder zu Hause und 100 Meter vorm Haus sitzt hier auf der Leitung der Raubbürger. Und ich habe sogar noch ein paar Bilder bekommen können. Also so Minimalismus, nur die Linie der Leitung plus Raubbürger drauf, der sowieso schwarz-weiß ist.